Und damit willkommen zu einer neuen Folge GTA Online, liebe Freunde. Haha, das ist jetzt mein Auto. Ich habe mir die Kontrolle über mein Auto zurückgeholt, weil mir da in der letzten Zeit so viele Leute mit Scheiß gebaut haben. So, nichtsdestotrotz, wir haben eine kleine Aufgabe, und zwar dem Brickett zu stehen. Ich glaube, das hatten wir noch nie hier. Jetzt machen wir es. Ich denke, ich werde den Brickett nicht auf dem Rückweg fahren. Warum, werdet ihr relativ schnell sehen, denn ich habe einen Plan. Oh mein Gott, er hat einen Plan. Oh mein Gott, er hat einen Plan. Aber der ist gut. Denke ich. Es beinhaltet meine Micro-MP, mein Auto. Mehr verrate ich nicht, sonst kommt man dahinter. Ich habe nur in den letzten Tagen festgestellt, seit ich das Teil fahre, ich fahre es ja noch nicht so lange, ich war ja blöd genug, mir das nicht direkt als erstes zu kaufen, dass das Teil gepanzert ist wie Kit, gefühlt. Ich hoffe mal, Kit ist da draußen noch irgendjemand im Begriff, bitte lasst mich nicht komplett blöd dastehen. Naja, egal jetzt. Also, gepanzert wie sonst was, und deswegen habe ich mir was dazu überlegt, und das probieren wir jetzt heute auch mal direkt aus, wenn wir hier durch die Wüste kommen. Ach komm, geschissen. Wer braucht Straßen? Wo wir hinfliegen, brauchen wir keine Straßen. Wenn wir da ankommen. Cool. Das Auto kann ja kreuz und quer geschleudert werden und hat nur ein paar Kratzer. Also ich glaube, das kann ich wirklich so rücksichtslos fahren, wie ich will. Nice. Halleluja, da sind wir schon. Komm, ich weiß, dass halt noch einer ist. Oh, der will's aber wissen. Jetzt muss ich sagen. Ah, wir haben schon unseren Freiwilligen. Ich muss doch nichts sagen. Ich hoffe mal, dass der Wagen wirklich so unfallfrei ist, wie alle behaupten. Sauber. Das war nicht der Sinn. Jetzt kommt's. Jetzt werden wir mal sehen, was der Kuruma aushält. Wenn ich ihn unter Kontrolle kriege. Das ist mit das Wichtigste. Bloß das Essen drin behalten.
Okay, das ist ein bisschen buggy oder was auch immer. Sonst wäre das nämlich sehr, sehr schön geworden. Boah, ich muss aus dieser Wüste raus. Geht doch. Ich wäre da noch zwei, dreimal drüber gefahren, Leute. Also. Ich habe auch schon jemanden mit meinem Hintergreifen zerquetscht. So, jetzt macht mal Platz für den Papa. Spielen wir mal ein bisschen Stocker hier. Komm schon. So, der ist weg. So, und hinterher. Wir sorgen schon dafür, dass die Geschichte sind. Okay, der Fahrer des Cricket ist gerade verreckt. Aber ich habe einen Plan. Der hat gesessen, der Treffer. Volltreffer. Also, wir halten fest, wir können den Bricket, sei schon den Bricket, den Kuruma prima als Rambock benutzen. Das ist sehr, sehr geil. Also, das mag ich. Wie gesagt, ich kenne das Auto erst seit kurzem. Ich wusste halt, dass er gepanzert ist und absolut kugelsicher. Aber dass der wirklich so viel aushält. Klatsch noch ein Geschütz oben drauf, dann hast du voll die OP-Karre. Damit kannst du ja Area 51 Solo stürmen. Ist eine Überlegung wert, damit mal so durch die Militärbasis zu brettern? Wenn ich wüsste, wo die ist. So, wir liefern den Bricket ab. Erhalten die wunderschöne Nachricht, dass wir die Mission bestanden haben. Werden höchstwahrscheinlich nicht Erster. Course I need to eat. Yes. Jetzt kannst du essen. Dritter, naja, immerhin. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal.